Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Teil Ark Survive Evolved. Wir sind ja auf dem besten Wege, unsere Hängematte bzw. unser Bettchen zu kreieren. Es läuft momentan wie am Schnürchen. Die Frage ist, wie lange die Schnur ist, ne? Und bis das die reißt. Denn ich glaube, wenn wir gleich zurückkommen, dann erwarten wir wieder bei Pantomia. Titanomia heißt die ja. So, dann werden wir dich jetzt mal hier nochmal auch wieder Level 48, meine Freunde. Ihr seht es selbst, wie hochstufig die Dinos hier sind. Ich sag ja, dieser Server ist alles andere als normal. Denn, meine Freunde, ich habe ja gesagt, hier ist alles anders. Nach einem DNA-Experiment ist das Leben hier verdammt hart geworden. Und wenn du dich berufen fühlst, hier mitzuspielen, in der Videobeschreibung findest du die IP. Du bist recht herzlich eingeladen, aber denk dran, dieser Server ist knochenhart. Hier steht das Überleben wirklich in dem Vordergrund. Und ich sollte mal wieder was essen. Und meinen Hunger stillen. So, jetzt finden wir natürlich wieder keine Dodos mehr. Ich werde verrückt. Was liegt hier ein Dino-Ei? Ne, ich hätte gedacht, da lag ein Dino-Ei. Da hinten ist ein Spucker. Ja. So ein Spucker als Schutz wäre natürlich auch nicht schlecht, aber ich hätte jetzt erstmal lieber mein Bett. Das wäre jetzt wirklich so die Station, die ich jetzt so am liebsten hätte. Ja. Ein Bett. Damit ich nicht immer wieder von ganz hinten hier hinlaufen muss. Wobei uns das Bett im Endeffekt auch nichts bringt, wenn ja, wie gesagt, wenn was eigentlich? Was bist du denn für ein Level? Level 21? Nee, du bist mir noch zu groß. Wie groß ist das Strike denn hier? Du bist Level 8. Ja, das ist so eine Sache. Ich habe noch keine Flitsche, deswegen lasse ich das mal noch. Und ich glaube, es wird jetzt Nacht und das müssen wir auf jeden Fall ändern. So, und warum finde ich jetzt hier keine Dodos mehr? Das kann da alles nicht möglich sein. Warum finden wir jetzt hier keine Dodos? Dann werde ich weiter natürlich Fiber und Nackos und was weiß ich was suchen. Vielleicht haben wir ja mal das Glück, dass wir jetzt hier einen Fiumia finden. Am besten noch Level 1, das wär's. Ich gehe jetzt noch mal in diese Richtung. Ich weiß, da war der Spucker, aber oder wir bauen uns eine Storage Box und dann setzen wir da schon mal zumindest das Hide rein, was wir haben. Das können wir auch machen, meine Freunde. Ich glaube, das ist noch sinniger. Anstelle jetzt hier mit Hide rumzulaufen und nachher gar nichts zu haben. Ich schaue mal, was ich für eine Storage Box brauche. Die kann ich mir schon craften. Wunderbar. Dann werden wir die craften. Ich werde dann trotz allem meinen Speer in die Hand nehmen. Und mal schauen, ob Tante Titanomia da wieder aufgewacht ist. Denn die Viertelstunde ist ja schon fast um und der Respawn sollte eigentlich schon da sein. Werden wir mal schnell in unser trautes Heim reisen. Ach, guck mal. Wie nett du bist. Na komm, bleib doch sitzen. Ja. Mahlzeit. Siehst du, passt wieder zwei Hide dazu. Das passt. So. Da hinten ist unser Haus.
Ich wechsle mal wieder schnell auf mein Speer. Denn ich weiß ja nicht, was sonst noch so für Gesellen hier rumlaufen. Und meinen, sich mit uns anlegen zu können. Und dann sollten wir uns auch ganz schnell Klamotten machen, damit wir ein bisschen mehr Rüstung und Schutz haben. Ja, so ist das. Diese Ruhe gefällt mir gar nicht, meine Freunde. Hatte ich das schon erwähnt, dass mir diese Ruhe nicht gefällt? So. Ich werde jetzt trotz allem, ich werde mir auch die Storage Box genau in der Mitte stellen. Warum? Wenn die mir die Wände kaputt klatschen, ne? Dann habe ich immer noch die Möglichkeit, dass meine Box nicht kaputt geht. Deswegen werde ich mir die jetzt hier schön in der Mitte hinklatschen. So, dann werden wir die schon mal aufmachen jetzt. Und werden jetzt schon mal zumindest das Zeug, was wir nicht brauchen, da reinpacken. Und zwar wäre das noch Fleisch, Fleisch. Dann verlieren wir nicht immer den ganzen Rotz, wisst ihr? Fleisch, das Fleisch hält sich sowieso nicht lange. Aber besser als nichts, meine Freunde. Auch das Fiber tun wir da rein. So, und jetzt können wir nochmal losgehen, meinetwegen. Wow, da war da gerade was rot. Schon wieder? Muss das schon wieder repariert werden? Nee, das kann nicht sein, oder? Ach, jetzt muss ich echt nochmal hier an die Kiste ran. So. Was brauchen wir denn da? Fiber, ne? Genau, so. Immer noch. Wood fehlt uns, okay. Da werden wir uns jetzt gleich auch um Wood kümmern. So. Da werden wir jetzt gleich mal Wood uns suchen. Wood und Setch, das passt. Die ganzen umgestürzten Bäume nehmen wir natürlich mit, damit das hier mal ein bisschen aufgeräumter aussieht. So, wunderbar, seht ihr. Also passt das. So, ich hätte jetzt nichts gegen noch 4 Dodos, dann hätten wir unser Bett sogar schon fast fertig. Und das wäre natürlich schon super, super ideal. Es wird auch langsam dunkel jetzt. Wenn ich noch ein bisschen crafte, könnte ich Glück haben und dann könnte ich sogar mir ein Feuer machen. Das ist auch nicht schlecht. So, schnell noch Setch sammeln. Wer weiß, was ich da noch bauen möchte. Zumindest solange die Nacht ist. Seht ihr, das passt alles. Was nicht passt, dass hier keine verdammten Dodos sind. Das ist doch Kappes. Das ist echt Kappes, meine Freunde. Aber solange wir eine Lagerkiste haben, werden wir da alles reinlagern. Da hinten wäre ein Megalodon. Aber da kommen wir nicht hin. Gut, ich würde dann fast behaupten, dann sollen wir mal zurück zur Hütte. Ich werde auch in Realtime etwas essen gehen, denn... Mal das Essen kochen. Oh, ich höre was. Wo bist du? Da seid ihr, meine Freunde. Kommt mal zu Papa. Quatsch, upsala. Was ist passiert? Zack. Na, ich treffe den nicht. Warum? Zack, jetzt aber. Zack.
Und nochmal. Wieder so ein übelst hartes Vieh. Gibt's das denn? Hallo? So, jetzt aber. Oh, ein Raw Meat. Einheit. Wie viel hast du? Du hast dich mal direkt unterm Ast versteckt hier, oder was? So. Dreiheit. Das passt, meine Freunde. Wunderbar, wunderbar. Das liebe ich sehr. So, jetzt zurück zu unser Häuschen. Und ihr wisst ja, immer, immer mit der Lanze voran. Denn man weiß nie, was für Gesellen hier rumlaufen. Und es wird jetzt übelst dunkel und deswegen sollten wir sehr schnell jetzt in uns rauskommen und die Tür zumachen. Natürlich habe ich noch kein Dingens. Zack. So. Wieso ist denn hier der ganze Boden jetzt kaputt? Das kann ja nicht sein. Jetzt brauche ich Fiber oder was? Jetzt nehme ich Fiber. Mal gucken jetzt, ob ich das reparieren kann. Repair. 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 So, jetzt sollte aber hier alles fast repariert sein. Ich packe mal hier noch mein Zeug rein, meine Freunde. Drei Stück fehlen uns noch. Sehr schön, sehr schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Teil auch wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.